zu unserer neuen Ausgabe von Bildungswerk Live. Mein Name ist Markus Böhm und ich bin pädagogischer Mitarbeiter beim Bildungswerk im Beratungszentrum Montabaur, heute hier aus dem Westerwald, aus dem Homeoffice zugeschaltet. Bin Ansprechpartner für Fachverbände und andere Organisationen, Sportorganisationen. Und heute führen wir unsere Reihe Sportorganisationen im Fokus fort. Wir wollen dabei etwas hinter die Kulissen schauen und über Aufgaben, Ideen und Herausforderungen reden. Ich freue mich, dass Peter Konrad sich bereit erklärt hat, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie wir beim Bildungswerk gerne sagen. Herzlich willkommen, lieber Peter. Du bist Abteilungsleiter der Sportjugend Pfalz und unsere Zuschauer wollen sicher gerne mehr über dich wissen. Was möchtest du denn von dir preisgeben? Ja, hallo, herzlich willkommen ebenfalls auch von meiner Seite. Danke für die Einladung, Markus, der ich gerne nachgekommen bin. Aber muss ich auch ehrlicherweise gestehen, es ist momentan etwas schwierig. Ja, mein Name ist Peter Konrad. Ich bin hauptamtlich beim Sportbund Pfalz beschäftigt, hier wiederum speziell im Jugendbereich tätig und ja, so wollen wir es mal völlig frei ausdrücken, ein bisschen mitverantwortlich für das, was die Sportjugend Pfalz so erstellt und bearbeitet. Das Ganze, ja, Markus, wie lange? Gut 25 Jahre schon eben hier in diesem Bereich tätig. Ich weiß aber, dass du von der Herkunft her auch noch ein Faible für eine bestimmte Sportart hast. Das hast du jetzt geschickt ausgelassen, aber erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Menschen Peter Konrad. Wofür schlägt dein Herz nach wie vor? Ja, früher war das sehr, sehr stabil in Richtung Fußball gegangen. Ist auch immer sehr interessant, wenn man dann mal Leute kennt oder kennenlernt, die ein bisschen höher gespielt haben wie meine Person, der sich eher als Kreisklassenmeister bezeichnet mit stählernen Knochen. Aber letztendlich hat mich schon alleine von Berufswegen oder auch von der Ausbildung vom Studium hat mich da fast jede Sportart so ziemlich interessiert. Ja, natürlich zu meiner Zeit noch die traditionellen Sportarten, die Spielsportarten, Turnen, Skifahren, ja. Das ist so die Sachen, die mich am meisten bewegen. Ob ich allerdings davon Ahnung habe, das glaube ich zu bezweifeln. Stell mal dein Licht nicht so unter den Scheffel. Heißt aber, du hast schon Berührungen mit vielen Bereichen des Sports schon immer in deinem Leben gehabt, was dir mit Sicherheit bei deiner Arbeit, auf die wir ja gleich noch im Detail zu sprechen kommen, von Nutzen ist und auch war. Peter, wann bist du denn zur Sportjugend gekommen, zur Sportjugend Pfalz? Du hast ja eben schon angesprochen, dass es über 20 Jahre sind. Wie ist das denn damals abgelaufen? Wie bist du darauf oder dazu gekommen zum Sportbund Pfalz und dann zur Sportjugend dann dementsprechend zu gehen? Ja, ich bin nach dem Studium bin ich in verschiedenen Bereichen tätig gewesen. Und dann hat man für den Jugendbereich, das war auch ein Thema meiner Diplomarbeit, habe ich mich bei dem Sportbund für diese Stelle beworben. Hab dann ursprünglich angefangen als Bildungsreferent der Sportjugend. Und später dann als Jugendsekretär oder heute nennt man das Abteilungsleiter. Ja, es gibt ja verschiedenste Ausdrücke für die entsprechenden Stellen. Habe ich da dann eben oder habe diesen Job dann übernommen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was die Sportjugend überhaupt ist und uns einen Überblick über deine Tätigkeiten oder die Tätigkeiten des Verbandes geben oder der Organisation geben, auch speziell im Hinblick auf die Menschen, die in den Vereinen sind und wo die am meisten direkt von eurer und von deiner Arbeit profitieren, wo die sagen, ja, klasse, da werde ich in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt. Markus, das ist eine Frage, die man eigentlich nicht in zwei, drei Sätze beantworten kann. Ich versuche mal
den ersten Teil deiner Frage, wer ist die Sportjugend, mal anzugehen. Da gibt es Leute, die schreiben ja ganze Bücher drüber. Den Bereich der Sportjugend sollte man mal auch aus verschiedenen Sichtweisen betrachten. Beginnen wir mal mit der ersten Variante. Wir sind ja im Sportbund Pfalz. Hier hat man uns den Auftrag gegeben, uns mit dem Nachwuchssport zu befassen. Also die Aufgaben, die sich im Jugend- und im Kinder- und Jugendbereich ansiedeln. Das heißt, wir versuchen zunächst einmal diesen Bereich abzustecken, was natürlich im Gespräch mit unserem Sport und mit unserem eigenen Erwachsenenverband an Aufgaben zu erledigen sind. Das ist mal die erste Schiene. Das ist unser, ja, ich sag mal, das ist unser Heim. Es gibt ja, der Sportbund besteht ja aus unterschiedlichen Abteilungen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsentwicklung. Und da sind wir als Abteilung für den Jugendbereich zuständig, wobei wir da wiederum eine Sonderstellung haben, denn die Sportjugend ist ja selbstständig, Kraft einer Jugendordnung, die in der Satzung verankert ist. Das heißt, als Sportjugend haben wir die Möglichkeit, eigene Wahlen, wir haben einen eigenen Vorstand, haben die Möglichkeit, eigene Beschlüsse zu fassen und das Geld, das uns zur Verfügung steht, darüber dürfen wir auch selbst verfügen. Natürlich immer in Einklang mit dem Sportbund. Jetzt ist es allerdings schwierig, wenn man in die Außendarstellung reingeht, denn gemeinsam, ich habe gesagt, wir sind eine Abteilung, letztendlich benutzen wir den Begriff Jugendorganisation. Als Jugendorganisation treten wir natürlich auf mit anderen Organisationen wie beispielsweise Jugendrotkreuz oder den Kirchen mit ihren Jugendverbänden und versuchen eben hier eine Lobbyarbeit für Kinder und wir wieder speziell für die sporttreibenden Kinder und Jugendliche darzustellen. Wir sind, wenn man das so betrachtet, mal eine Interessensvertretung dieser sporttreibenden Kinder. Wir wollen, das ist unser großes Ziel, die Leistungen, die wir in unseren Vereinen und Verbänden erbringen, die versuchen wir natürlich auch öffentlichkeitswirksam darzustellen. Denn das weißt du selbst, Sport wird sehr häufig verbunden mit den Begriffen Leistung, Erfolge, Meisterschaften. Und das ist ja seit Jahren schon immer der Fall. Gerade die Vereine leisten ja einen ganz wesentlichen Beitrag in der Erziehung unserer Kinder und Jugendlichen. Und das gilt es eben für uns in den Fokus zu stellen und auch öffentlichkeitswirksam darzustellen. Okay, Jugendarbeit, und ich habe ja früher selbst bei der Sportjugend Rheinland in Koblenz gearbeitet, deshalb habe ich da auch so ein bisschen Insiderwissen. Und Jugendarbeit im Sport heißt ja in dem Falle auch die allgemeine Jugendarbeit, ne, Peter? Es ist ja nicht so, dass die Jugendarbeit, die vielleicht jetzt die Zuschauer, Zuhörer so kennen, Fußballtraining, Turntraining und so weiter, also das ihr Aufgabe der Fachverbände ist, sondern es geht ja hier um das, was für alle, also fachsportübergreifend wichtig und von Bedeutung ist, ob es der Fairplay-Gedanke ist, andere soziale Geschichten. Also das ist ja, denke ich mir, das Hauptbetätigungsfeld für die Sportjugend. Sehe ich das richtig? Ist das nach wie vor so? Ich bin ja schon eine Zeit lang raus. Ja, das nach wie vor. Ich verstehe die Sportjugend immer noch als, ja, in erster Linie als jugendpolitischer Verband. Auf der anderen Seite, ich habe vorhin gesagt, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Wir sind ja nur eine, ja, Verwaltungseinheit, wenn man das mal richtig sieht. Wir sind ein Dachverband, das Dach quasi unserer Vereine und Verbände. Und für die arbeiten wir ab. Natürlich haben wir eigene Themen noch zusätzlich aufgepackt. Aber letztendlich versuchen wir für unsere Vereine und Verbände die Rahmenbedingungen des Sporttreibens zu erfüllen. Das heißt, so wie du das richtig sagst, Fußball, Handball, geturnt, das wird in den Vereinen und Fachverbänden. Wir sind für den Rahmen zuständig und da zählt eben diese, ja, ich sag mal, allgemeine Jugendarbeit.
die aber schon alleine auch von den Vereinen geleistet wird. Und wenn wir als Sportjugend so jugendpolitische Themen auspacken und sagen, wir leisten Kinder- und Jugendarbeit, wir erziehen Kinder und Jugendlichen, wir helfen ihnen beim Heranreifen, ja, dann ist das letztlich nichts anderes, als dass wir nur jene Punkte erläutern, die in unseren Vereinen und Verbänden auch bearbeitet und erledigt werden. Peter, was macht ihr da genau? Kannst du da mal ein paar Beispiele von den Bereichen nennen? Also wie gesagt, Fair Play ist jetzt mal so ein klassisches Thema, was übergeordnet ist, was mir einfällt, aber das ist ja mit Sicherheit nicht das Einzigste. Ja, das ist ganz konkret. Wir haben ja jetzt in ein paar Wochen Wahlen. Die Kollegen im Rheinland haben beispielsweise eine Aktion, eine Kampagne gestartet, Wir wählen. Im Vorfeld haben wir da eine Befragung gestartet. Wie sieht es mit den Sportstätten aus? Sind die Sportstätten erreichbar? Oder aber ist das, was in den Vereinen angeboten wird, überhaupt interessant? Wir haben gesagt, das ist sehr interessant, haben uns dran gehängt und haben das dann auch mitbeworben. Oder Themen, Fußball, klar, Mannschaftssportarten. Da gibt es das Thema Alkohol. Wir haben vor Jahren mit einer Alkoholkampagne sind wir ins Rennen gegangen, haben über die Probleme damit, haben damit auf die Probleme aufmerksam gemacht. Auch wenn wir als in der Pfalz als Weinland bekannt sind, gilt es aber, Kinder und Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen, dass man mit Alkohol eben sinnvoll umgehen muss. Dann unser prägendes Thema, das uns eigentlich jetzt schon seit ein paar Jahren vorantreibt, das ist dieses Thema Kinderschutz, sexualisierte Gewalt. Da sind wir gemeinsam mit den Sportjugend und dem Landessportbund eben arbeiten wir zusammen, um unsere Vereine zu unterstützen, damit sie entsprechende Kinderschutzkonzepte erstellen können, damit sie eben diese Kultur des Hinschauens verstärkt angehen, damit sie eben sagen, bei uns stehen die Kinder nicht nur per Satzung, sondern auch im täglichen Miteinander an erster Stelle. Das sind so die wesentlichen Themen. Natürlich dann das, was du sagst, der Fairplay-Gedanke, diese soziale Bildung, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Kommunikation, Teamfähigkeit, all das sind Themen, die wir bearbeiten und die wir dann auch darstellen, weil das wiederum auch wichtig ist für die Vereinsjugendarbeit. Dann bringst du mich nämlich direkt auf den nächsten Punkt. Du hast eben den Begriff Bildung auch schon angesprochen, weil die Sportjugend ist ja auch ein Bildungsträger. Ihr bietet Bildungsangebote, genau. Ihr bietet Bildung an und das können dann die verschiedenen ehrenamtlichen Funktionsträger in den Vereinen auch wahrnehmen, um halt mit ihren Gruppen bezüglich der Themen, die du eben angesprochen hast, auch adäquat umgehen zu können. Peter, was ist denn für dich Bildung? Was verstehst du darunter? Also Bildung ist ein sehr weiter Begriff. Der beginnt ja nicht nur beim Lernen und das Einmaleins zu erlernen, sondern da gehören ja auch die Schlüsselkompetenzen dazu. Das ist es auch, was wir in unserer Bildungsarbeit beispielsweise umsetzen. Wir haben jetzt über diese Themen gesprochen, Alkohol, sexualisierte Gewalt. Das sind natürlich auch Themen, die wir bei uns in den Angeboten wieder sehen. Im Zentrum für uns steht natürlich die Jugendleiterausbildung. Das ist so eine Ausbildung, in der wir letztendlich bereits junge Leute ab 16, aber auch die Älteren, die sich für den Jugendbereich interessieren, ausbilden, die dann natürlich auch mitbekommen, wie eine Übungsstunde, eine klassische Übungsstunde aussieht, die über die neuesten Themen der Bewegungs- und Trainingslehre informiert werden. Aber in diese Ausbildung fließen eben auch diese anderen Themen, sexualisierte Gewalt, Rücksichtnahme, Respekt, jugendgefährdende Mittel, Aufsichtspflicht, Jugendschutz, weil wir sagen, wenn du im Jugendbereich tätig bist, reicht es aus unserer Sicht nicht, wenn du ein guter Trainer bist, der den Leuten
sagen wir mal, den richtigen Doppelpass beibringt oder den richtigen Schlagwurf und so weiter, sondern im Umgang mit den Jugendlichen musst du einfach gewappnet sein, dass es sich hier eben um Heranwachsende handelt. Da solltest du über diese Themen ebenfalls Bescheid wissen, sodass das unsere umfassende Ausbildung ist. Natürlich sollen sich die entsprechenden Übungsleiter und Jugendleiter dann auch weiterentwickeln, dann auch bei den Fachverbänden die entsprechenden Ausbildungen angehen, um dann in ihrer Sportart nochmal ein Fachmann zu werden. Aber prinzipiell für uns im Fokus steht das Gesamtindividuum, der Mensch und nicht unbedingt nur der erfolgreiche Sportler. Ja, und es ist ja auch, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man dann früher vor den Gruppen von Jugendlichen, vor den Mannschaften dann ehemalige Sportler hat, die aber keine Ausbildung haben, die dann Trainings teilweise so anleiten, wie sie das selber noch vor kurzer Zeit in ihrem Seniorentraining gewohnt sind und das einfach ein bisschen runterbrechen von der Zeit und vielleicht von der Intensität, was dann mit den verschiedenen Entwicklungsstufen von Kindern und Jugendlichen mal rein gar nichts zu tun hat. Und da wäre es dann schon ganz gut, wenn man ungefähr weiß, wann das beste Lernalter ist und sonstige Dinge. Peter, nimm uns doch mal mit in deinen Arbeitsalltag, ne? Du bist ja der Leiter eines kleinen Teams und mit auch einem Bildungsreferenten noch zusammen. Welche Aufgaben kommen da so auf dich zu in deiner täglichen Arbeit? Also du bist ja eher so für das gesamte Paket Sportjugend zuständig und kannst aus allen Ecken und Bereichen deine Erfahrungen da mitteilen. Das würde mich mal interessieren. Ja klar, also die Bildungsarbeit ist schon ein wichtiger Teil oder der jugendpolitische Aspekt. Das sind auch die Themen, die wir tagtäglich bearbeiten, auf die wir eingehen. Momentan halt, ich habe soeben gesagt, wir haben eben das Thema der sexualisierten Gewalt. Da gilt es, entsprechend Konzepte aufzustellen. Wir versuchen aber auch, unsere Vereine für die zusätzlichen Themen zu sensibilisieren. Das heißt, wir beispielsweise haben in der Sportjugend eine Jugendordnung, habe ich soeben gesagt. Das versuchen wir auch in den Vereinen umzusetzen. Da versuchen wir eben die Vereine dazu zu bringen, dass sie auch dort so eine Art Mitbestimmung ermöglichen für Kinder und Jugendlichen. Das heißt, dass man dann eben sich mit den Satzungen und Jugendordnungen beschäftigt, den Vereinen, wer interessiert ist, da den einen oder anderen Tipp zu geben. Dann, was ganz wichtig ist, das ist der finanzielle Aspekt ohnehin. Unsere Vereine, das muss man wirklich sagen, Vereine und Verbände leisten eine hervorragende Arbeit, eine hervorragende Jugendarbeit. Da können sich viele andere Verbände wirklich nur ein Beispiel davon nehmen. Aber sie wissen oft nicht, dass es auch finanzielle Unterstützung dafür gibt. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil ich sag mal so, wenn du als Vater dich in deinen Verein engagierst, das machst du dann, solange dein Junior dabei ist, dann bist du einfach dabei, da engagierst du dich, da eignest du dir auch entsprechendes Wissen an. Dieses Wissen, das geht aber ab dem Zeitpunkt verloren, wenn du aussteigst, wenn die Kinder sagen, hey, den Vater, die Mutter möchte ich nicht mehr dabei haben, dann steigst du automatisch aus. Und da gibt es neue Jugend- und Übungsleiter und die müssen dann auch wieder mit diesen ganzen Informationen neu entsprechend versorgt werden. Das ist ein ganz großes Thema. Dann natürlich, Vereine sind schon auf dem Weg zu einem Jugendschutzkonzept, führen auch ihre Lehrgänge durch, aber sie wissen trotzdem nicht, dass es dafür auch eine gewisse Unterstützung gibt. Und dann das große Thema, was haben Vereine, wir haben vorhin von der allgemeinen Jugendarbeit erzählt, die Wettkämpfe, das Training, das ist ja nicht ganzjährig. In den Ferien sind ja oft die Sporthallen zu. Was bietest du dann an? Und das ist auch wieder so ein Thema. Die Vereine bieten ja ein ganz Jahresprogramm an, nur dann eben mit anderen Schwerpunkten, Freizeiten, Spielfeste,
Der ein oder andere Verein hat Kontakt ins Ausland und macht eine internationale Jugendbegegnung. All das sind Themen, die du den Vereinen näher bringen kannst und auch entsprechende Unterstützung leistest. Sorry, Peter, ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte mein Mikro kurz aus. Das sind ja schon mal eine ganze Auswahl von Themen und die auch aufgrund eurer langjährigen Erfahrung aus aktuellen politischen Geschehen sich auch natürlich immer mal wieder ändern. Wenn ich da zum Beispiel an den Bereich der sexualisierten Gewalt denke, das war vor 30 Jahren zumindest mal in der alltäglichen Arbeit noch nicht so ein Thema. Und was mich interessieren würde, gibt es denn auch eine Auswahl von Themen, die sich daraus rekrutiert, dass Vereine bei euch anfragen und sagen, zu dem Bereich, da brauchen wir was, das ist uns aufgefallen. Also sprich, um es jetzt mal ganz weiterzudenken, kann jeder Mensch im Verein, der in der Jugendarbeit tätig ist, einfach zum Hörer greifen, den Peter anrufen und sagen, hör mal Peter oder Herr Konrad, wie auch immer, ich hab da eine Herausforderung im Verein, da weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Oder mein Vorgänger hat Knall auf Fall aufgehört, da ist das Wissen verloren gegangen, wie du eben gesagt hast. Könntest du mir da helfen? Also ist das ein Weg, der auch in der Praxis vorkommt? Das ist ein Weg, der in der Praxis vorkommt, der immer wieder auch auftritt und auch auftaucht. Wir haben da auch unterschiedliche Informationen. Zunächst einmal Erstinformationen, die wir bearbeiten, die wir zusammengefasst haben, die auf den Jugendwart, Jugendleiter, Übungsleiter zukommen. Das ist durchaus machbar. Ist auch wenn du jetzt die Themen ansprichst, ist auch durchaus denkbar, beziehungsweise die Praxis, dass da jemand sagt, Mensch, ich habe das und das in meinem Verein erkannt, da gibt es entsprechende Nachholbedarf. Dann sitzt man sich natürlich in einem Team zusammen und bespricht das, ob das ein neues Thema für uns ist. Das ist ganz klar. Wir haben bei der Themenauswahl beginnt das ja letztendlich beim Aufschlagen der Zeitung am Morgen. Was ist da wieder passiert? Was ist da aktuell? Dann hast du deine Referenten, die dir dich weiterbringen, du hast deine Fachleute, du hast dein Team und dann hast du eben, und das ist das Gute an unserer Arbeit, du hast ein ganzes Vereinsnetzwerk mit vielen tausend Mitarbeitern, die insgesamt auch dich in die richtige Richtung bringen können. Und das ist ja auch genau der Sinn und Zweck einer Sportjugend, dass die sich da nicht selbst verwalten und selbst Rechte sprechen, sondern dass wir eben für unsere Vereine und Verbände da sind. Wir haben auch im Sportbund das Angebot, dass wenn ein Verein eine Fortbildung zu entsprechenden Themen will, dass er dann eben bei der Fortbildung vor Ort sich meldet und sagt, ich hätte gern das Thema, ist dann natürlich an ein paar Kriterien gebunden, aber dann kommt der Referent auch direkt in den Verein rein und versucht ihnen die entsprechenden Themen darzulegen. Ja, das ist natürlich auch ein tolles Angebot. Das machen wir vom Bildungswerk her auch, dass wir zu den Vereinen fahren. Dann hat man direkt, wenn ein Verein vielleicht ein paar Leute mehr im Jugendbereich hat zum Beispiel oder sich gut mit Nachbarvereinen versteht, dann macht er das in seinem Vereinsheim und da fallen die langen Fahrtkosten weg. Und man hat direkt schon auch als Veranstalter, das weiß ich ja auch, dann hast du schon mal direkt vier, fünf, sechs Teilnehmer, die du nicht groß im Land herumkutschieren musst, sondern die dann praktisch aus dem Verein und dessen Nachbarschaft kommen. Du hast eben noch mal in einem Nebensatz angesprochen, dass es da, was viele nicht wissen, finanzielle Unterstützung gibt für die Vereine. Kannst du da mal paar Beispiele nennen, wofür es die denn gibt. Also was man machen muss, um zu sagen, oh, da wende ich mich jetzt mal an den Peter, da kriegen wir noch eine finanzielle Unterstützung. Bei welchen Arten der Jugendarbeit gibt es das? Entweder in Form von Geld oder halt auch in Sachleistung. Das habt ihr ja auch je nachdem schon mal. Ja klar, muss man die Palette aufmachen, muss ich immer überlegen. Wir haben das nämlich auch auf der Homepage, wir haben das auf Ja, der Homepage klar. Nenn einfach mal ein paar aufgeführt. Beispiele. Aber als Beispiel, das ist die klassische Freizeit. Eine klassische Freizeit wird unterstützt,
ist momentan in der jetzigen Situation schwierig, aber wird weiterhin unterstützt. Da werden Gelder, und das sollte man auch wissen, die Gelder kommen nicht alle ja nur von uns, die kommen ja nicht aus haushaltseigenen Mitteln, sondern die werden dann vom Land bzw. von den Landkreisen bzw. kreisfreien Städte zur Verfügung gestellt. Aber wir sind die Service, Agentur, sage ich mal. Bei uns gehen die Anträge ein, bei uns werden dann die Anträge bearbeitet und weitergeleitet. Also Freizeiten ist so ein typisches Beispiel der Vereinsfreizeiten, so ein zwei-, dreitägiges Trainingslager, wollen wir natürlich offiziell nicht hören, eine zwei-, dreitägige Camp übers Wochenende. Da geht es, ist es möglich. Selbst bei Tagesfahrten oder Maßnahmen ohne Übernachtung gibt es, und das wissen viele Vereine eben auch nicht, gibt es die gleichen Zuschüsse. Du hast nur eine Arbeit vorab zu leisten, du musst sie anmelden in einer gewissen Frist. Wenn du also heute sagst, ich mache eine Tagesmaßnahme, mache einen Ausflug mit meinen Kids, die Kriterien werden eingehalten, musst du eben das Ganze 4 bis 5 Wochen vorher bei uns anmelden, sagen, hey, Verein XY, ich mache eine Tagesmaßnahme. Dann wird selbst sowas bezuschusst. Oder was wir gerade in der jetzigen Zeit erleben mit Übernachtungen, mit der Schwierigkeit von Übernachtungen, solche Tagesmaßnahmen, du kannst die aneinanderreihen, machst dann eine ganze Woche ein schönes Camp, ohne Übernachtung, aber tolle Sportangebote, dann kannst du dafür deinen Zuschuss bekommen. Oder größere Veranstaltungen, du machst ein Spielfest, was wir auch immer haben, kriegst du dein Geld. Du hast Kontakte zum Ausland, bei uns Deutsch-Frankreich. Der Austausch ist ja ganz gut, die Kenntnisse sind da sehr gut, man kennt sich untereinander. Macht man mal sowas gemeinsam, französischen Partner mit dem eigenen, gibt es, dann gibt man dann schon eine höhere Qualität der Jugendarbeit rein, dann gibt es auch schon ein bisschen mehr Geld. Und dann natürlich die haushaltseigenen Mitteln. Ja, wie beispielsweise jetzt, wir haben jetzt mit dem Kinderschutz Vereine gesucht, die sagen, okay, das ist ein Thema für uns, da möchte ich mitmachen. Auch die werden dann für ihre Arbeit, wenn das alles so klappt, unterstützt. Peter, kannst du mal gerade eine Hausnummer nennen? Also ich weiß ja zumindest mal aus meiner Tätigkeit bei der Sportjugend Rheinland und auch in der ehrenamtlichen Tätigkeit in meinem Verein, da haben wir auch immer so Touren gemacht. Also ich fahre jetzt mit den Kiddies, bleiben wir mal im kleinen Bereich von Freitag bis Sonntag, also sprich zwei Übernachtungen in Freizeitanlage. Von welchen Summen reden wir da pro Kopf? Also jetzt unabhängig von der Zahl. Momentan ist der Zuschuss bei, ja gut, Corona-bedingt ist er ein bisschen höher, aber in der Regel ist er 3 € pro Tag ein Teilnehmer vom Land, der über uns verteilt wird. Dazu kommen aber auch die gleichen oder ähnliche Zuschüsse über Landkreise und kreisfreie Städte, der in der Regel auch in etwa den Betrag von 2,50 bis 3,50, je nachdem, wie die finanzielle Haushaltslage in den Landkreisen und kreisfreien Städte ist und wie wichtig auch dieser Punkt ist, kommen dann nochmal hinzu. Und deswegen sage ich das immer, dieser Ursprungsgedanke, was ich ganz am Anfang gesagt habe mit der jugendpolitischen Verantwortung, da suchen wir natürlich auch immer Vereine, die da mitziehen, die da ebenfalls ihre Stimme erheben, weil wir werden immer noch als Sport nach dem Muster Sport, Leistung, Wettkampf, deswegen Trainingslager, das ist ja schon mal gleich was ganz Unnormales, werden wir einfach reduziert oder momentan während der Zeit, die wir jetzt haben, Corona-bedingt, ist Sport gleich Fußball, Profi, viel Geld, die brauchen nichts. Und das ist unser Thema und das ist auch immer wieder ein Thema, das wir auch der Politik gegenüber erläutern müssen. Die sehen das teilweise, aber wissen es nicht. Sie sehen es ein, aber du musst die Leute immer wieder aufklären auf die Leistung, die wir eben wirklich anbieten, informieren. Das ist unser tägliches Brot.
Da bin ich bei dir. Das kann ich mir gut vorstellen. Da hat man doch oft mit Leuten zu tun, die das genauso sehen, wie du eben geschildert hast, und nicht unbedingt hinter die Kulissen schauen, was denn noch alles da dran hängt. Zum Beispiel könnte man ja auch eine Fahrt zum Bundestag machen mit einer Jugendgruppe, um zu gucken, wie Demokratie dann in Wirklichkeit aussieht. Oder wenn man mal was richtig Beeindruckendes im negativen Sinne mal machen will, ein ehemaliges Konzentrationslager, also eine Gedenkstätte besuchen. Also das sind auch alles Sachen, die dann unter dem Begriff politische Bildung auch möglich wären und vielleicht einen viel nachhaltigeren Eindruck hinterlassen als das sechste Trainingscamp einer Sportanlage, wo wir schon seit Jahren hinfahren. Also alles Sachen, die machbar sind. Ja, wie kann es anders sein in diesen Zeiten? Corona macht natürlich auch uns zu schaffen, bietet Herausforderungen. Du bist ja auch schon ganz lange dabei und ihr habt natürlich in eurem Arbeitsablauf viele, viele Sachen, Abläufe verinnerlicht. Und im letzten Jahr kam dann die große Herausforderung. Die Planung war gut wie immer, alles war vorbereitet und im März war alles anders. Da hätte ich als erste Frage an dich persönlich: Was hat das mit dir persönlich gemacht, Peter, als du auf einmal gehört hast, Bom, da ist jetzt erstmal alles zu? Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Markus, zunächst möchte ich nochmal auf deine Anmerkung vorab zurückkommen, nochmal, weil du sagst politische Bildung, weil du sagst Lehrgänge, Vereine können das alles tun. Das machen sie auch zum großen Teil. Sie machen auch Kampagnen. Aber wir haben ja ein entscheidendes Manko bei uns. Bei uns geht der typische Übungsleiter 2 bis 3 Mal mit den Kids in die Sporthalle oder zum Wettkampf. Da ist er ausgebucht. Er hat nicht noch zusätzlich die Zeit, sich dahinzusetzen und zu sagen, ich schreibe mal hier einen Antrag und da einen Antrag und hier noch mal ein bisschen. Das ist sehr, sehr schwierig von der zeitlichen Schiene her betrachtet. Eine politische Bildung, ja, klar, auch ein Lehrgang, das können die Leute alles machen, aber es fehlt ihnen an Zeit. Und ich glaube, wir sind auch in den letzten Jahren mit Bürokratie einfach in den Vereinen ein klein wenig überfordert. Ich habe vorhin zur sexualisierten Gewalt Stellung bezogen. Gehen wir das Thema an, ja, und sagen, wir wollen dieser typischen Rahmenvereinbarung beitreten. Ich möchte es jetzt nicht im Detail besprechen, aber viele Kreise und auch das Land machen diese Rahmenvereinbarung als Pflicht, dass du finanzielle Mittel für Freizeiten, jugendpolitische Sachen bekommst. Aber damit muss sich jeder Verein auch mit solchen Leuten auseinander oder mit seinen Leuten auseinandersetzen, die im Jugendbereich tätig sind. Das heißt, er muss über das erweiterte Führungszeugnis sich Gedanken machen. Und wenn man das weitergeht, dann kommt dann natürlich noch die Datenschutzverordnung dazu. Das ist schon mal gleich gar nicht so einfach. Deswegen versuchen wir da auch immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, brauchen natürlich aber auch die Vereine, die das mitmachen, die das erkennen. Das wirklich nur vorweg, das ist so mein Spezialgebiet, was ich in den Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern immer wieder anbringe, dass ich sage, wir haben es nicht mit Leuten zu tun, die da einmal pro Woche eine Stunde mit den Kindern da irgendwas machen. Möglicherweise spielen sie nur Fußball oder sowas, sondern die da mehrmals pro Woche das Ganze machen. Und das Ganze, damit meine ich die ganzen Angebote ganzjährig und nicht mit 2, 3 Leuten, wo sie ein bisschen diskutieren, sondern sie haben eine feste Gruppe. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet bei uns in den Vereinen, bei 550.000 Jugendlichen, und weiß der Teufel, über 6.000 Vereine, brauchst du da sehr, sehr viele Leute und Zeit. Aber damit möchte ich das Thema auch abschließen, weil das ist ganz interessant. Ja, trotzdem, Peter, danke dafür, dass du das nochmal so aufgemacht hast. Wir sind ja Gott sei Dank nicht in Zeitkorsett gezwungen, was die Sendung ja auch dann ein bisschen variabel macht. Ich habe nämlich im Chat noch eine Frage vom Marco gelesen und ich wollte gerne noch eine Anmerkung zu dir machen. Das,
Was wir in den Vereinen auch erleben, wenn wir mit Bildungswerkthemen kommen, also sprich Kurse in den Vereinen zu installieren, die auch für Nichtvereinsmitglieder zuständig sind, da ist es natürlich so, dass wir auch merken, dass die Übungsleiter und Übungsleiterinnen, die in den Vereinen schon tätig sind, meistens zeitlich schon stark eingebunden sind und sich um die Rahmenbedingungen, um die Bezuschussung und so weiter nicht unbedingt, also dass sie nicht scharf darauf sind, sich darum auch noch Gedanken zu machen. Deshalb sage ich den Vereinsvorständen, mit denen ich immer rede, dass sie sich mal den Blick ein bisschen weiten sollen, gucken sollen, wen habe ich denn noch im Verein oder hatte früher im Verein, der vielleicht gut organisieren kann, aber jetzt nicht mehr vor der Gruppe stehen will oder kann oder es war noch nie sein Ding, dass man solche Leute findet, die diesen überfachlichen oder außersportlichen Bereich der Organisation angehen können, dass man da wirklich mal bewusst nach Leuten guckt, denen man dann sagt, okay, also wenn du dich nur um diese Rahmenbedingungen kümmerst, dann kommst du vielleicht mit 1, 2 Stunden pro Woche hin, das ist ein überschaubarer Rahmen und dann geht das vielleicht. Zur Frage von Marco, die gebe ich gerne an dich weiter, ob es sich nicht anbietet, Musteranträge, Musterkonzepte oder sowas vorzubereiten. Ich gehe mal davon aus, dass er das teilweise auch schon habt. Sprich, ist, auch wenn es umfangreich ist, aber dennoch erstens als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und den Menschen in den Vereinen die Arbeit auch so leicht wie möglich zu machen. Verbunden mit dem Hinweis, wenn noch einer der Zuhörer, Zuschauer eine Frage hat an den Peter, könnt ihr gerne jetzt stellen. Wenn wir die nicht innerhalb der Sendung beantworten können, werden wir uns auf jeden Fall im Nachgang darum kümmern. So, Peter, jetzt du. Zur Frage, das ist einfach, das ist toll, so eine Frage, da kann man es auch gleich sagen, wir haben in vielen Bereichen, in den meisten Bereichen Musteranträge drin. Sogar, ich habe sogar so eine, wir haben ja noch einen Wettbewerb bei uns laufen, der momentan aktuell ist, der Pfalzpreis. Selbst da habe ich eine Art Beispiel erarbeitet, wie so ein Antrag aussehen könnte. Oder auf Anfrage, ich möchte natürlich nicht alles ins Internet reinsetzen, nach dem Motto, dann wird es einfach abgeschrieben, dann kann ich das auch mal senden, wie so ein Antrag aussehen könnte. Man beschreibt kurz seinen Verein und dann geht man auf das Thema ein, wie sich die Vereinsjugendarbeit darstellt. Das ist jetzt bei dem Pfalzpreis die Möglichkeit. Bei weiteren wie bei der Jugendordnung, auch hier haben wir eine Musterjugendordnung drin. Aber da gibt es auch immer wieder noch ganz spezielle Fragen, für die wir dann halt nicht alle Fragen beantworten können, aber da sind wir ja telefonisch oder per Mail erreichbar. Aber diese Sache haben wir drin, zum großen Teil auch ja, durchgearbeitet. Aber wenn es dann, kommen wir zur Frage zurück, wenn es dann wieder Vorschläge gibt aus dem Verein, Mensch, da könntest du was machen, dann machen wir das und hocken das rein, da kann man es nachlesen. Das ist ja auch alles so eine Sache, du sprichst ja nicht unbedingt immer aus dem, mit der Sprache der Vereinsehrenamtlichen, die unter Druck das ist. Wir machen es hauptamtlich. Das ist für uns, wir reden auch tagtäglich darüber. Für viele Ehrenamtliche, die hören, ah, da gibt es einen Zuschuss für Freizeiten. Ja, dann wissen sie aber immer noch nicht, wo sie den Antrag bekommen, wie sie den Antrag ausfüllen müssen. Wobei der, muss ich jetzt wirklich sagen, ist sehr einfach gehalten. Das ist ganz normal, einfach nur eine Teilnehmerliste und eine Bestätigung dabei. Das ist was anderes. Aber die Frage ist selbstverständlich berechtigt, habt ihr solche weiteren Musteranträge? Wir haben jetzt momentan aktuell auch im Freizeitbereich diese Aktion Ferien am Ort, die wir jetzt noch stärker bewerben. Und auch da haben wir sämtliche Unterlagen, die du brauchst, online aufbereitet und ist auch einfach zu handhaben. Das haben wir insofern schon bewerkstelligt. Also da belohnt sich auf jeden Fall ein Blick mal auf die Homepage vom Sportbund Pfalz bzw. der Sportjugend. Da kann man sich mit Sicherheit schon mal einiges an Informationen rausziehen und dann halt jederzeit, ne, solange es sich einigermaßen um die Dienstzeiten handelt, halt dann für Nachfragen
telefonisch wenden. Aber kommen wir zu dieser Herausforderung nach der Planung und dann im März war alles zu. Was hat es mit dir gemacht, Peter? Ja, zunächst einmal warst du ja auch davon betroffen und wir als etwas jüngere Leute und Mitarbeiter, wir wussten ja sofort, Dankeschön. was wir machen können. Also bei uns ist natürlich auch am Anfang mal vieles ausgefallen, weil du ja gar nicht mit der Situation umgehen konntest. Also zumindest war das bei mir so. Dann hast du dich aber auch an anderen, wie bei euch, an anderen Organisationen, Institutionen, Sportanbietern orientiert, hast mal die Gedanken gemacht, was ist denn machbar? Wir machen heute so eine Videokonferenz. Das hat es bei uns so gut wie nie gegeben. Also bei mir zumindest. Dann musstest du natürlich auch mal da dich damit befassen. Klar, am Anfang ist vieles ausgefallen, aber dann haben wir sehr schnell gemerkt, du kannst auch vieles online nachholen. Gerade was die Lehrgänge angeht. Wir hatten damals, waren mitten in unserer Ausbildung und hatten noch ein paar Sequenzen zu machen. Hast du natürlich dir was zusammengearbeitet, wie du das weitermachen kannst. Momentan stehen wir ja auch wieder vor dem gleichen Problem. Und insgeheim denkst du dann auch immer, es war im März so der Fall, ja, das ist ja in 4 Wochen rum. Ja, und jetzt sind die 4 Wochen noch nicht einmal in 4 Monaten rum, sondern es hat nochmal hinterhergekommen, eine viel stärkere Zeit wie jetzt. Aber jetzt sind wir ein bisschen darauf vorbereitet. Wir haben jetzt schon wir haben uns schon ein bisschen darauf vorbereitet, dass da nichts passiert und es wird auch mit Sicherheit sind wir jetzt besser darauf vorbereitet. Nur, wir wollen ja wieder, gerade im Jugendbereich, wollen wir ja wieder Präsenz zeigen. Und das ist ja das ist der Gedanke, den ich immer wieder habe. Markus, du weißt es selbst, als wir vor vielen Jahren begonnen haben im Jugendbereich, da hieß es, da war so ein großes Thema, geht in die Sportvereine, lasst den Computer oder den Fernsehapparat mal aus. Heute müssen wir sagen, hört auf zu datteln, bewegt euch. Da ging es um die soziale Bildung, um die Kommunikation, Teamfähigkeit, all diese Begriffe. Ja, und was machen wir jetzt? Jetzt bieten wir Online-Sportangebote an. Da habe ich natürlich auch so meine Gedanken. Auf der einen Seite finde ich es gut, dass wir bis ins Wohnzimmer kommen, aber das Wesentliche beim Sport im Sportverein ist ja auch dieses Gemeinschaftsgefühl. All das, was Kinder und Jugendlichen zu einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft formt. Das ist natürlich so ein Gedanke, der nicht unbedingt vereinbar ist mit meiner Art, über den Sport zu denken und Sport zu betreiben. Das ist aber die einzige. Natürlich auch Vorteile, wie hier im Videochat. Du musst nicht mehr nach Mainz, nach Koblenz oder sonst wohin fahren. Du kannst auch dich über einen kleinen Link sofort, sagst, hast du Zeit, jawohl, nächste halbe Stunde, und dann kannst du dich einklinken, siehst du dich und kannst Themen bearbeiten, ohne dass du erst noch 3 Stunden durch die Geschichte reist. Ja, es hat also wie vieles im Leben alles Vor- und Nachteile. Vielleicht kurz zur Situation von eurem Team. Wie habt ihr das denn dann ab März gemacht? Habt ihr voll weitergearbeitet? Gab es Kurzarbeit? Oder ab wann seid ihr in Homeoffice? Du sitzt ja jetzt auch zu Hause und nicht in Kaiserslautern. Wie war das da für die Sportjugend oder fürs ganze Haus, für den ganzen Sport? Also wir haben weitergearbeitet, weil ich habe es ja soeben gesagt, der Arbeitsaufwand, der war ja dann enorm. Von jetzt Präsenzveranstaltung musst du ja alles umorganisieren in digitalen Sachen. Du musstest dich ja erstmal mit der neuen Technik auseinandersetzen, die dann auch anwenden und dann hat es auch letztlich geklappt. Aber du musst ja dann den Teilnehmern sagen, pass auf, unser Lehrgang findet nicht in XY statt, sondern der findet mehr digital statt. Dann musst du die Links setzen, dann geht ja alles nur noch per Mail. Kannst ja schlecht einen Brief schicken mit einer zweiseitigen Link hinten dran, das kannst du ja dann abtippen.
Habe ich aber letztens mal probiert, hat geklappt, nach dem 12. Versuch. Da musst du danach natürlich auch nach außen hin ganz anders mit deinen Teilnehmern umgehen. Deswegen war eine Kurzarbeit gar nicht, an eine Kurzarbeit gar nicht zu denken, weil die Übungsleiter, die sind ja nach wie vor an den Themen interessiert. Und erstaunlicherweise, und es freut mich beispielsweise auch hier bei diesen Videokonferenzen, Themen, die sich damals sehr schlecht verkauft hatten, die werden plötzlich angenommen, weil die Teilnehmer einfach nicht mehr erst noch eine halbe Stunde, Stunde Anfahrt haben. Typische Themen wie Aufsichtspflicht, sexualisierte Gewalt, Jugendschutz, Zuschusswesen, Themen, die eigentlich im Vortrag eh kommen, die kannst du jetzt hier ganz einfach per Video bis ins Wohnzimmer bringen. Und das ist schon eine Erleichterung. Und da haben wir erstaunlicherweise ein enormes Feedback. Gerade sexualisierte Gewalt, das war so ein Thema, ja, das läuft halt so ein bisschen mit. Es interessiert uns, aber dafür nehme ich jetzt mir nicht nochmal, wir waren ja vorhin beim Übungsleiter, da nehme ich mir nicht nochmal die Zeit, um so eine Fortbildung zu besuchen. Jetzt aber geht es bis ins Wohnzimmer rein, bis ins Arbeitszimmer und jetzt hast du da Teilnehmer und merkst eigentlich, wie wichtig auch diese Themen für unsere Vereine sind, obwohl sie nichts mit dem direkten Sporttreiben zu tun haben. Das ist ja auch das, was unsere Sportvereine ausmacht oder was satzungsgemäß festgehalten wird. Wir wollen ja sportliche Gebote entwickeln und das Ganze auch möglichst in Präsenz. Oh. Es geht ja auch, komme ich wieder ganz zurück. Es geht ja niemand in den Sportverein rein, um zu sagen, ich gehe in den Sportverein, um gesund zu leben. Ich gehe in den Sportverein, um integriert, inkludiert oder soziale Bildung zu erfahren. Nee, die gehen rein, um Fußball zu spielen. Und das wird dann umgesetzt. Und diese Schwierigkeiten sehe ich jetzt eben bei diesen Angeboten, bei diesem Lockdown. Und ich hoffe wirklich inständig, dass wir nicht irgendwann mal von einer Corona-Generation sprechen, von Kindern, die eben vielleicht, ja, talentiert, sportlich sind, aber denen das soziale Gefüge fehlt. Natürlich, der andere Punkt ist natürlich auch der mich betroffen hat. Wir sind immer laufen gegangen und du glaubst gar nicht, welche Anziehungskraft meine Couch draußen auf mich inzwischen bewirkt. Also die Couch hat eine ganz entscheidende Anziehungskraft und vor allem der Kühlschrank. Da kann so wenig drin sein egal wie, aber du findest immer noch was. Und das sind halt diese Dinge, die mich auch persönlich bewegen. Da wirst du wahrscheinlich nicht alleine sein. Peter, noch eine Sache, die mich persönlich interessiert, wenn ich schon mit dem Fachmann von der Sportjugend spreche. Die Vereine konnten ja jetzt, mal abgesehen von einigen kurzen terminlichen Ausnahmen, fa jetzt fast ein Jahr lang kaum Jugendarbeit betreiben. Glaubst du, dass die Folge davon sein wird, dass uns da ein kompletter Jahrgang oder noch mehr wegbrechen könnte? Oder werden die Jungs und Mädels nach der Öffnung wieder vermehrt in die Vereine strömen? Wie ist da so deine Einschätzung? Also, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und die Einschätzung. Ich weiß, dass aus unterschiedlichen Vereinen, da fehlt natürlich der Vereinsbeitritt. Die Kinder, die vorher vielleicht im Kinder- und im Mutter-Kind-Turnen waren, im Eltern-Kind-Turnen waren, die jetzt im Alter sind, vielleicht um selbstständig im Verein drin zu sein, die fehlen. Ob die wirklich ein Jahr später dazukommt, das ist meine Hoffnung. Ich hoffe natürlich auch, dass die Jungs und Mädels in den sogenannten sensitiven Phasen, wenn die Dropout-Quote aus den Vereinen heranreicht, dass diese Jahrgänge nicht verfrüht eintreten und dass wir es schaffen, die ganzen Leute
zu motivieren, im Verein zu bleiben. Gleichzeitig aber das Gleiche, was für dich und für mich mit der Couch draußen bewirkt. Viele ehrenamtliche Mitarbeiter haben auch gemerkt, dass sie jetzt plötzlich mehr Zeit haben. Gewinnen wir die wieder zurück? Das ist sehr spannend. Ich hoffe wirklich inständig, dass der Verein weiterhin eine Heimstätte für die Kinder und für die ganze Familie bleiben. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, wie die Leute letztlich reagieren, weil das ist eine ganz spannende Frage. Und da hat sich auch aus meiner Sicht, das ist so ein bisschen Kritik, ja, kann sie auch gerne aufnehmen, da hat sich auch kaum jemand einmal damit beschäftigt. Ich höre, ich lese in der Zeitung ausschließlich die Schule, jawohl, es ist wichtig, Präsenz in der Schule ist ganz, ganz wichtig, aber in einem Sport. Außer Fußball-Bundesliga, und da muss ich dann den Kritikern über den Sport her recht geben, außer Fußball-Bundesliga und jetzt wie ein bisschen Skifahren, gar nichts. Und komm immer wieder zurück, das, was wir in den Vereinen leisten, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube oder ich denke, dass die meisten in der Jugendarbeit tätigen Vereinsmitarbeiter gar nicht wissen, welche Leistung sie unserer Gesellschaft erbringen. Und ich glaube, das wissen auch viele Politiker nicht und auch viele Amtsträger nicht, die immer über den Sport, sagen wir mal, kritisch nachdenken. Egal, was da passiert, und wir sind ja auch nur ein gesellschaftlicher Querschnitt, aber ich denke, wir sind nicht nur die größte Personenvereinigung, sondern wir sind auch, glaube ich, die stärkste Einheit, die ehrenamtliche Arbeit bringt, im Sinne und auch im Interesse unserer Kinder und Jugendlichen. Das ist immer wieder mein Credo, was ich auch in den Ausbildungen sage. Nicht nur die Übungsstunde machen, sondern auch ein bisschen mit dem Handwerk, wie heißt das so schön, auch ein bisschen klappern. Weil viele kommen, sagen, ja, ich mache so ein bisschen Übungsstunden und wissen gar nicht, welche Arbeiten damit verbunden sind, beziehungsweise was sie an Leistungen bringen. Die Arbeit machen sie alle gerne. Wenn ich da noch kurz einhaken darf, also das habe ich auch in meinen ganzen Jahren oft wahrgenommen, dass die sich ihrer Rolle, ihrer Verantwortung und ihrem Stellenwert bei den Kindern und Jugendlichen teilweise gar nicht bewusst sind. Also da zählt ein Übungsleiter manchmal mehr als die Eltern oder der Trainer. Also sprich, wenn der irgendeine Meinung hat oder eine Tätigkeit macht, ein Verhalten an den Tag legt, dann ist man schon ein ganz, ganz starkes Vorbild. Und das kann man natürlich auch super nutzen, um die Kinder und Jugendliche in eine positive Richtung zu bringen. Ob das Pünktlichkeit, Teamfähigkeit, alles Mögliche ist. Also das ist wirklich nur, da ist diese sportliche Einheit in der Stunde nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Lass uns mich mal die nächsten zwei Fragen ein bisschen zusammenfassen. Peter, du hast ja schon gesagt, die Resonanz bei euren Online-Veranstaltungen, die war für dich sogar überraschend hoch. Wie war es denn sonst so überhaupt mit den Kontakten während der Corona-Zeit, Kontakten zu den Vereinsvertretern? Waren die weniger, waren die mehr? Und mit welchen Wünschen und Anliegen sind denn die Leute aus den Vereinen so auf dich zugekommen? Also wo hat der Schuh am meisten gedrückt? Also die Kontaktnachfrage, die ist schon deutlich zurückgegangen, weil auch diese Übungsleiter oder Jugendleiter, je nachdem, auch die hatten ja jetzt zunächst einmal Schwierigkeiten, ihre Angebote darzustellen. Man kann natürlich darüber nachdenken, Freizeiten online anbieten und so weiter. Da gibt es schon Vereine mit unheimlich vielen tollen Ideen, aber der Großteil, der tut sich halt auch schwer, weil für viele ist halt Sport ein Medium des Treffens, der Kommunikation und des Gemeinschaftssinnes. Und nicht nur jetzt ein Sportangebot zu entwickeln und dann sagen, okay, dann machst du da dreimal eine Liegestütze und eine Kniebeuge und jenes oder so weiter, sondern das ist ja sehr viel. Sport ist für uns Ältere vielleicht viel mehr verbunden mit Gemeinschaftsgefühl. Und da haben viele Vereine schon auch ihre Schwierigkeiten, mussten ja auch bedingt die Halle schließen, beziehungsweise waren die Halle geschlossen und durften das Ganze nicht mehr besuchen. Dann gab es ja auch im Sommer noch diese Hygienebeauftragten, die da aufpassen, dass du ja pro Quadratmeter nicht mehr Teilnehmer hast.
Da waren die Nachfragen schon weniger. Wo die Nachfragen natürlich gesteigert wurden, das war bei uns in der Zentralkasse nach den Corona-Hilfen und nach solchen Dingen wie ein Verein letztlich überleben kann. Und das ist ja auch das Zentrum jetzt, das Zentrale. Kann die erste Frage, bevor wir nämlich sagen, kommen die Kinder wieder in den Verein, müssen wir uns die Frage stellen, gibt es Vereine, die nicht überleben? Dort können die Kinder auch nicht in den Verein gehen. Das ist ganz klar. Wo sind jetzt die Möglichkeiten für Kinder noch gegeben, dass sie sagen, ich kann mein Sportangebot, so wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, wo kann ich mein Sportangebot, das mich auch interessiert, auch erreichen und durchführen? Du hast ja schon angedeutet, ihr habt ja so einige Sachen dann umgestellt auf online. Was würdest du sagen, welche dieser Angebotsformen oder Themen waren Volltreffer, die es wahrscheinlich auch nach der Pandemie, wenn wieder alles offen ist, Präsenz möglich ist, die es dann noch geben wird, wo man gemerkt hat, boah, auf die Idee sind wir ja zwar jetzt nur gezwungenermaßen gekommen, aber die ist so gut, die sollten wir beibehalten. Ich denke, Informations- oder Vorinformationsthemen, bei denen es in erster Linie um Informationen geht, indem du die Teilnehmer in erster Linie informieren willst über verschiedene Dinge, die du nicht so einfach erarbeiten kannst, so Grundlagen. Das sind Themen, die wir mehr oder minder zukünftig immer per diesen Online-Sitzungen durchführen. Das wird wohl Bestand haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass sehr viele interessante Vorträge von Professoren so ablaufen könnten oder sogar zweifach, dual oder wie sagt man, Hybridveranstaltung werden, Hybrid, ja. dass dich dazu buchen kannst, wenn die Anfahrt etwas weiter ist. Du hast auch plötzlich Teilnehmer aus Hamburg, Berlin und München, die das Thema auch betreffen. Es ist in dem Bereich, was diese speziellen Themen angeht, ist es auch, ja, ich sag mal, geöffneter geworden oder öffentlicher geworden. Und das werden wir auch beibehalten. Natürlich die klassischen Übungsstunden, das wird schwer sein, wenn du eine methodische Übungsreihe zum Korbleger machst. Der Sport lebt auch von Gefühlen, vom Bewegungsgefühl her selbst. Du musst das entscheidende Gefühl bekommen, wie es richtig ist. Das wird mit Sicherheit dann praxisorientiert weiterhin durchgeführt werden. Ja, interessant. Gehen wir mal so in den Planungsbereich. Wie gesagt, letztes Jahr war die Planung, fürs letzte Jahr war die Planung ja eigentlich noch normal. Die musste ja dann abrupt umgestellt werden. Jetzt hast du eben schon angesprochen, es ist ja so, dass wir jetzt schon länger mit der Situation konfrontiert sind und versuchen, die Sachen, die wir jetzt anzubieten, besser anzubieten. Also nicht als Schnellschuss, sondern als wohl überlegte Geschichte. Was habt ihr bei der Planung für 2021 anders gemacht? Worin lagen die Herausforderungen? Und wenn du da vielleicht mal auch kurz noch einen Satz vielleicht zu den Freizeiten, die ihr ja auch immer im Programm habt, dazu sagen könnt, weil das stelle ich mir nicht so einfach vor. Also wir haben bei uns im Sportbund dahingehend reagiert, dass wir gesagt haben, wir können ja nicht mehr ein Jahr vorplanen. Wir haben deshalb Halbjahresprogramme gemacht. Und wie weit du vorausschauend planen kannst, das haben wir ja jetzt gemerkt. Wir hatten unser Halbjahresprogramm, wir dachten, das geht wieder aufwärts. Wir haben das Halbjahresprogramm geplant bis in den Sommer rein. Aber haben wir jetzt auch festgestellt, so wie der Gedanke ursprünglich war, geht es auch nicht. Aber wir waren halt im Vorfeld mit der Situation konfrontiert worden, wussten, wie wir uns entsprechend dann verhalten, wenn es wieder zurückgeht. Deswegen war die Situation nicht mehr so schwer, aber wir haben umgeswitcht und gehen in Richtung Halbjahresprogramm. Freizeiten, da haben wir uns lange schwer getan. Ich weiß nicht, ob es bekannt ist. Wir hatten ja ursprünglich eine Fahrt nach Tokio geplant.
Das war ja alles eingetütet, die Karten gekauft, die Flüge gebucht, die Teilnehmer eruiert. Wir hatten ja nur noch das Vortreffen oder nur noch das Vortreffen stand ja an. Und dann heraus aus dem Gedanken, na gut, in diesem Jahr findet es nicht statt, im nächsten Jahr hatten wir dann geplant, wir gehen ins nächste Jahr, haben wieder den ganzen Apparat laufen lassen, haben gesagt, okay, wir probieren es für das kommende Jahr. Und inzwischen haben wir gesagt, nee, lassen wir jetzt mal die Finger weg. Das wird uns jetzt auch, jetzt haben wir Februar, wird uns zu heikel und haben abgesagt. Bei den Freizeiten planen wir derzeit trotzdem zwei Freizeiten durchzuführen. Wir haben noch keine Ausschreibung, das werden wir aber in den Tagen erledigen. Wobei wir natürlich ganz speziell die Ausschreibung ein bisschen vereinfacht halten, auch was die Angebote betrifft. Denn wir haben es ja mit einem Hygieneproblem noch zu tun. Wir müssen ja mit Sicherheit auch im Sommer noch entsprechende Hygienevorschriften einhalten. Und so wird es dann auch kommen, dass wir auf jeden Fall versuchen, was anzubieten. Denn ich habe es auch vorhin gesagt, wir waren ja da in der Diskussion drin. Das ist sehr schwer. Kinder brauchen die Bewegung, brauchen auch dieses Umfeld. Wir müssen was anbieten. Und wenn ich mit den Kollegen aus dem Rheinland spreche, die versuchen das auch mit unbedingt ein Angebot zu erstellen, notfalls halt nur als Tagesmaßnahme. Aber wir müssen gemeinsam mit unseren Vereinen neue Wege gehen. Und ich hoffe, dass das auch im Sommer dieses Jahres uns gelingt. Das hoffe ich auch und ich bin zuversichtlich bei dem, was ich jetzt auch von dir gehört habe, dass es den Sport auch nach der Pandemie noch geben wird. Ich glaube nicht, und das wäre dann auch die nächste Frage gewesen, die du aber schon so beantwortet hast, dass man es natürlich nicht wissen kann, aber ich persönlich glaube nicht, dass man so einfach in die gute alte Zeit zurückkommen wird, sondern es wird Veränderungen geben und geben müssen. Und das muss aber nicht zwangsläufig zum Nachteil sein, sondern es, wie du schon eben sagst, es bietet sich vielleicht an, andere Zielgruppen zu erreichen, die weiter sind, weil Rheinland-Pfalz ist ja auch schon ein großes Flächenland. Deshalb sind wir alle mal gespannt, wie es denn kommen wird. Peter, ich möchte dir ganz herzlich danken und wünsche dir weiterhin viel Spaß und gute Einfälle bei deinen Tätigkeiten rund um die Sportjugend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen Ja, hast. herzlichen Dank. Und das wünsche ich natürlich auch jedem, der in der Vereinswelt unterwegs ist, dass er Wege und Mittel findet und dass seine Arbeit in den letzten Jahren weiterhin Fortbestand hat. Dankeschön. Ja, es hat mir wirklich Spaß gemacht, war eine kurzweilige Stunde. Ich darf mich damit für heute verabschieden, weise aber gerne noch auf die weiteren Folgen unserer Sendereihe in dieser Woche hin. Also Bildungswerk Live kommt ja an jedem Werktag. Morgen gibt es eine bewegte Pause mit unserem Referenten Nick Bölling, der mal gerade 2 Kilometer von mir entfernt wohnt. Ein junger Referent aus dem Bereich Fitness. Am Donnerstag zeigt unsere Kollegin Annika noch tolle Übungen mit dem Stuhl. Peter, das wäre vielleicht mal eine gute Gelegenheit, nicht auf die Couch zu gehen, sondern einer deiner Bürostühle oder Küchenstühle zu nutzen. Das wie gesagt am Donnerstag. Und am Freitag demonstriert uns Thomas Schmidt, wie man mit der richtigen Motivation zum Erfolg kommt. Also wieder ein abwechslungsreiches Programm. Damit bleibt mir noch zu sagen, tschüss und macht's gut.